Yo, YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zur der Nuzlocke Challenge Pokémon Schwarz 2. Wir sind auf Route 1. Und da geht's weiter, okay. Wir haben mein Team aktualisiert. Ich habe jetzt. Schaut, dass ich ein Flug-Pokémon dabei habe. Schmutz haben wir es genannt. Drift Zeppelin heißt Pompom. Also, Drift Zeppelin ist dazugekommen. Vonera zu entwickeln wäre ein bisschen umständlich. Weil ich den komischen ovalen Stein nicht habe. Deswegen haben wir jetzt einmal geswitcht, dass wir was gegen Kampf und so haben. Also Geist, Flug finde ich die Typenkombination okay, ja. Finde diese gut. Und jetzt schauen wir, wie wir mit dem Team, was wir mit dem Team anstehen können. Okay, auf jeden Fall haben wir da schon mal ein Normal-Pokémon. Wir haben einfach nichts gegen Normal. Doch, wir haben ein Geist-Pokémon gegen Normal jetzt. Weil... uns ist eigentlich jetzt wurscht, wenn wir mit Drift Zeppelin gehen, darf man uns eigentlich nicht treffen. Gibt's das? Schweine mit Schmutz, Fluggeist. Jetzt ist halt die Frage. Machen wir einen Spuckball. Ah, okay. Aber wir haben Akrobatik. Zu unserem Geist-Typ. Das heißt, wir outen eigentlich Normal-Pokémon. Oder Normalattacken dürfen wir nicht treffen. Das ist gar nicht gut. Jetzt hat 10, ja. Wir haben eine Flugattacke, das ist richtig gut. Akrobatik, das müsste dead sein, das Ding. Schauen wir, wie stark das unser Drift-Zeppelin ist. Okay. Finde ich. Oh, nicht. Das ist gut. Damirplex. Bedroher, das ist gar nicht gut. Muss ich schauen. Geist trifft auf normal nicht. Normal trifft Geist nicht. Das heißt, das Ding kann eigentlich gar nichts machen, oder? Was soll das Ding machen, was mir weh tut? Begrenzer. Was ist versiegelt? Es kann einfach nichts machen. Ja, der einfach ein normales Team out die komplett. Ja. Was für ein guter Pick einfach. Und wir spammen einfach Akrobatik durch. Und wenn wir kein Item haben, macht das doppelt so viel Schaden. Das heißt, es ist ein 110er Step Move. Ich sag's mir, ich kann nicht Pokémon spielen, aber ich kann das. Ich nutze meine kurze Laufpause einfach mal, um dir das zu schenken. Bonus Bärre. Lauf. Oder durch die Stadt oder hinauf, Berge. Lauf. Was kommen wir da? Schönschuppe. Okay. Da ist ein Strand, da kann ich nicht runter. Da kann ich auch nicht runter. Okay. Das heißt, wir müssen da weiter. Anscheinend. Diese Leuchtschriftanzeigetafel ist nie eingeschaltet. Dankeschön. Ich bin so lange in der Weltgeschichte umhergeirrt, dass ich inzwischen meine Heimat schätzen gelernt habe. Und das, nachdem ich damals zu heiß darauf war, endlich von da wegzukommen. Meine Pokémon sind immer so wild drauf zu kämpfen, dass mir langsam etwas die Puste ausgegangen ist. Deshalb lege ich hier auch erstmal eine kurze Pause ein. Okay. Das heißt, wir kämpfen da weiter, oder was? Wir sind Route 17. Ah, das sind zwei Routen, Route 17 und 18 und das Labor. Okay. Okay, wie nervig. Indigo-Stück, okay. Aber ich muss irgendwie da aufbekommen, oder? Wir Angler sind dazu in der Lage, alle Bewegungen des Wassers zu deuten. Und ebenso verhält es sich mit den Bewegungen des Gegners im Kampf. Okay. Boah, gut. Hamilka! Was hat er, der Angler? Er hat ein Barschwar. Kann das sein, dass ich gerade eine Schönschuppe für Barschwar gefunden habe und hier ein Barschwar fangen kann?
Das wäre halt richtig geil! Weil dann konnten wir unsere Melodik machen. Also ich fisch sowas. Dann kurz im Streu. Der Barsch war richtig geil. Melodik ist nämlich ultimativ tanky. Strongest Pokémon. Kehrtwende. Er kann ja nicht wechseln, oder? Was ist denn Kehrtwende kann? Das macht der Käferattacke was. Und tschüss. Der Barschmann war halt schon GG. Sollen wir da mal angeln? Wo ist die scheiß Angel eigentlich drinnen? Schauen wir mal, was wir da fangen. Komm, ein Barsch war Route 17 Encounter, let's go! Fange nicht. Fange fix nicht, juck mich nicht. Fang ich nicht! Wenn es der Donnerblitz überlebt, fang es. Wir haben einfach keinen Klick. Das ist. Aber wie soll ich da aufkommen? Ah, da geht's weiter. Ah. Grummel, Grummel, in der letzten Zeit bin ich ständig am Meckern. Ja, Alter, du schwimmst am offenen Meer einfach, da irgendwo, wo so Strudel sind. Tentakel oder irgendwo. Kämpfe sind so lächerlich. Ich wollte da noch Blitz einsetzen. Da verwinkt schnell Artwork. Lebt er das jetzt? Nein. Also, wenn es dieses Leben dauert, war ich schon. GG. Oh mein Gott! Hey, das ist. Oh mein Gott, was für ein cooles Pokémon! Das kann Eisattack, glaube ich auch. Ich glaube, das kann Eisstrahl, das Ding. Aber wir werden es nicht erfahren. Allerbüße einfach! Grummel, Grummel! Ja, kannst du einen anderen angrummeln. Klampisser! Okay, das war jetzt. Ich bin mit meinen Pokémon schön gegangen und jetzt kenne ich alle Stärken von Perl und Mushas. Dun, dun, dun. Schwimmerin Malvin. Nee. Einfach ein Perlo, so ein schönes Pokémon. Du bist wunderschön und jetzt stirb! Sorry. Keine Chance gegen mein Auge, was seht ihr da? Wuschas, Schmutz. Das war cool aus. Dieses Ding mit Lamus. Dass ein Mushas sich halt entweder am Kopf beißt oder am Schwarf vom Anime, dass es sich entwickelt. Okay, das ist cool. Das heißt, wir können da jetzt überall so ein bisschen schwimmen. Noch mal! Okay, gegen den kämpft man, oder? Safe. Er macht gar nichts. Er hat gesagt. Es schaut so aus, als wenn ich mehr Route. Also wenn ich angeln würde, mache ich aber nicht. Ich mache gar nichts. Einfach ein Krabby. Krabby die Krabs. Das mit einem Randomizer zum Spülen wäre richtig wild. Weil das sind die Trainer einfach auf Level 64 Pokémon und wenn da jetzt so Randomizer, keine Ahnung.
starke Pokémon kommen würden und nicht so Vorentwicklungen die ganze Zeit, dann wäre das wirklich, dann wäre das wild. Na! Na! Bitte nicht! Überlebst! Mein Auge mitgenommen. Er hat mein Auge mitgenommen. Scheiße. Ja, GG. Oh mein Gott, er macht Abgangsbot, diese Drecksattacke. Oh, was soll ich sagen? Ja, jetzt ist GG. Also ohne Auge, puh. Der hat mein Auge genommen. Er hat mir Auge auseinander. Er hat. Hey, what the fuck? Was soll ich sagen, Menschen? Er hat mir Auge mitgenommen. Das ist GG. Und wie? Mit Abgangsbund? Baldorfisch, du Dreckigs. Ich konnte. Ich, am liebsten möchte ich gerade so fluchen. Kurz bevor, dass ich die Kämpfe machen will, mit gegen einen N und Bummel und so, nimm dann mein stärkstes Pokémon weg. Kann nicht mehr. Ich bin so grandig. Und ich kriege ja keine gescheiten Encounter. Es ist so Schmutz-Encounter. Ich bin so viele Jahre da, es interessiert mich nicht, was du sagst. Ohne Spaß, ich bin so pissed gerade, ich bin so pissed. Yes, es macht ein Dreier, komm. Was für eine... Ich kann Laubklinge nicht einmal auf Dings machen. Gott, das taugt mir gar nicht. Panzeron ist Flug. Das heißt, ich muss Panzeron gleich ausnehmen. Ich kann Panzeron aber nicht gleich ausnehmen. Wenn es Akrobatik auf meinem Bummel macht, dann braucht's. Ich muss auf Panzeron gehen. Und alles. Ich muss Panzeron zuerst aus sie bringen. Panzeron ist am gefährlichsten. Ja, beim Kunti machen wegen Latias, wegen Chin. Aber wenn mein Dings dann Damage kriegt, ist scheiße und ich damage original 2 Pokémon. Na, Panzerung muss weg. Panzerung muss weg. Oh mein Gott, Panzerung muss weg. Ich weiß nicht, ob es mit Zitterwasser. Das wird. Ja, okay, triff. Es macht Schwertanz. Ich wusste, es muss weg. So ein komisches Ding. Es trifft neutral. Es reicht. Oh Gott sei Dank. Dompfer macht Erdbeben. Schub mir eigentlich nicht recht. Ich kann das so viel Damage machen, weil es einen Volltreffer gemacht hat. Dampfern können wir. Nein, Gigasauger machen sollen. Auf Dampfern. Warte, wir machen Gigasauger, können wir ein bisschen. Cedra King, Cedra King, Cedra King. Wenn ich Erdbeben mache, ist nicht so geil. Schauen wir mal. Heilburg auf Whisky, ha? Huh? Nein, der überlebt das. Wir machen eine fette Psychokinese auf Cedra King einfach. Ah, Drachenpuls, oh mein Gott, ich hätte Drachenklaue machen sollen. Ich habe wieder nicht mitgedacht. Sehr gut.
Und jetzt kommt Erdbeben von Jin. Jin macht eine Psychokinese. Obwohl ich lieber Drachenklauen machen hätte sollen. Schäbe von Jin wirkt, sehr gut. Tot. Let's go. Hey, da ist mein Auge für. Oh, das ist ja. Das tut schon richtig weh. Auge verlieren und richtig weh da. Das war ein richtiger Schlag mitten ins Gesicht. Einfach. Mitten ins Gesicht. Das war so mitten ins Gesicht einfach, dass. Boah. Das war richtig mitten ins Gesicht. Oh mein Gott, Auge war mein viel mehr stärkstes Pokémon einfach. Was ist da drinnen? Was ist das? Hey, warte mal. Täusche ich mich oder sieht dein Pokémon Team müde aus? Komm. Ah, okay. Pause. Oh. Ich erzähle dir jetzt mal was, also sperr die Lausche auf. Zwischen den Steinen und Felsen dieser Gegend halten sich Pokémon verborgen, ob du es glaubst oder nicht. Und sie verstecken nicht nur sich selbst zwischen den Felsen, sie haben darüber hinaus auch wertvolle Items bei sich. Also wenn du etwas richtig Wertvolles findest, bringst du es mir direkt zurück. Ich werde dafür auch mehr zahlen als jeder andere. Hast du was Wertvolles für mich? Mir scheint, in deinem Beutel ist nichts Besonderes. Das macht aber nichts. Bring einfach nichts mal etwas mit. Okay. Hey, wo bin ich da? Ich bin auf Route 18. Okay, da drüben kann ich nicht, da muss ich so um. Okay, okay. I know. Also ich könnte hier schon ein Pokémon fangen. Wo geht's da rum? Oh, wie keine Stärke mit. Was für dumme Scheiße. Danke. Und Pompom kann ich jetzt fix lernen. Sehr gut. Statt Rückkehr machen wir Stärke. Rücken müsste die Freundschaft halt einfach auf Plus sein. Das ist halt einfach nicht. Was für ein Film. Ein Kampf gegen einen hochkarätigen Trainer, Trainingspartner wie dich darf ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Ich sage, ich habe gar keine Wahl, ich muss immer kämpfen. Ich darf nicht ja oder nein sagen, sondern ich sage dann, komm her, kämpf! Hariyama! Das Ding ist, dass ich glaube, dass ich wechsle, glaube ich. Ich werde auf meinen Schmutz gehen. Du sagst das komisch an. Aber ich glaube, da sind wir gut dabei mit dem. Und wir machen Akrobatik. Er kann eh ruhig Ausdauer machen, aber er wird mich nicht treffen. Und ich nehme nur halt einfach auseinander. Zack! Gegen Kampf-Pokémon ist halt mein Schmutz einfach. Einfach gut. Er macht auch Ausdauer, das heißt, er überlebt jetzt den Hit. Bin geschlagen. Er kann nichts anderes machen wie Ausdauer. Das ist das, weil er mich einfach nicht trifft, weil ich Geist an bin. Und Flug ist das Jahr einfach komplett.
Capoeira müsste dasselbe Szenario sein. Müsste Marco mit outen einfach. Was macht er mit Scanner? Schützt sich selbst. Okay. Der Peach Schutz. Okay. Ja, da kracht's Capoeira. Was soll ich machen? GG einfach. Das war easy. Wenn man weiß, wie es easy going. Was kriegen wir da? Zink. Okay, ich bin nur für den Zink da gelaufen. Lol. Dann gehen wir da oben. Da kann ich surfen. Okay, ich muss gegen den kämpfen. Ah, ich will mit Volt wechseln, mit Auge gar nichts, aber ich gehe mit Chinnani als erster. Weil das ist wieder so ein Veteran und die sind übertrieben nervig. Zwei Gestalten stehen sich gegenüber, du und ich, wieder so einer. Wenn wieder Abgangsbund oder sowas kommt, dann bitte nicht. Er hat ein Pokémon. Er hat einfach einen Despotter. Level 70. Oh mein Gott. Sandsturm, okay, okay. Der Spotter ist Unlicht. Oder? Ist der Spotter Unlicht, Boden? Ich weiß nicht, was der Spotter ist. Scheiße. Wir probieren nochmal. Ja, es ist Unlicht. Das macht der Steinkante. Oh mein Gott. Yo, was geht ab? Let's go! Ich glaube, dass der Bummel recht tanky ist. Auf jeden Fall ist Unlicht. Und wir machen jetzt einfach Siedewasser auf entspannt. Es kann ein Fokusstoß. Ist er dem schon mal richtig weh? Moment. Er macht wieder einen Fokusstoß. Das Bot, der hätte ich auch gern. So ein cooles Pokémon. Hey komm, den Burn kannst du dir gönnen. Jetzt gehen wir auf unseren Whisk. Achso, ich hätte auf dem Dings gehen sollen. Auf dem Schmutz. Eine Laubklinge bringen wir fix aus. Sehr gut. Und tschüss. Oh mein Gott, der hat einfach einen Despot da oben. Was das für Probleme macht, das Ding. Oh mein Gott. Für ein Sternenstück. Das ist ja unbelohnend. Wahnsinn. Was ist da passiert? Steinkante, was für eine Attacke, eine starke. Ja. Der schaut aus wie so ein Bergarbeiter. Was haben wir für Pokémon vorhin? Ich glaube, ich habe ein Whisky-Fury. So Bergarbeiter. So viel Trainer einfach da auf die Routen. Es ist nicht herrlich, beim Pokémon-Camp ist es genauso. Ich bekämpfe dich nun also von meiner hochgelegenen Warte aus. Ich hätte den ersten Level da lesen sollen mit mir. Warte, was er sagt. Wanderer Lab Leberrecht. Hippototas. Da kommt sowas zwischendrin einfach. Ich bestell das nicht, ich bestell die Wörter nicht. Einfach nervig.
Die haben einfach unser Auge verloren. Ich kann es mir immer nicht glauben. Das ist Katastrophen. Wir haben drei Kämpfe, was wir nur bestreiten müssen. Im Bummel, in N. Was ist das denn vielleicht, oder what the fuck? Okay. In N, im Bummel. Irgendwo da ist nur die. Mein Knackrack. Fällt mir den Namen nicht ein. Muss ich wieder auswechseln, weil der Typ einfach wieder. Und irgendwo beim Team Plasma oder sowas muss nur in der Kampf kommen, glaube ich. Und wir haben gefühlt einfach. Triebtüte runter, glaubt's? Jawohl. Und wir haben kein Auge mehr. Das tut richtig weh. Das tut richtig, richtig weh. Schmutz. Von der ganze Zeit hell. So. Unten ist jetzt nur Item, das möchte ich gerne haben. Wieder Veteranen. Die sind so nervig. Ich werde kurz einen Prozess mit dir machen. Wie ein wütendes Drachen-Pokémon. Oh mein Gott. Na, bitte nicht. Brutalander. Das Ding ist, dass Brutalander Flug ist. Brutalander kann Flugattacke, oder? Und ist auch ein Bedroher. Warum bin ich in den Trainer, in die Trainerin eingelaufen? Überlebe ich. Eine Flugattacke von Brutalander? Wahrscheinlich nicht. Oh, jetzt geht's los. Jetzt macht der Feuersturm. Jo, ich krieg ihn Burn Instant! Draco Meteor! What? Okay. Schaut, da war jetzt Auge perfekt gewesen. Aber ich kann Auge nicht nehmen. Oh mein Gott. Er burnt einfach mein Dings. Lebe das? Oh mein Gott. Ich bin schnell, aber es bringt mir alles gar nichts. Spam das nur mit Draco Meteor oder kommt was anderes? Das ist das Ding. Wenn ich auf Jin gehe und auf Draco Meteor knallt eine, ist vorbei. Ich muss jetzt ein bisschen spülen, ein bisschen hinterher switchen. Oh mein Gott, das macht Erdbeben, Gott sei Dank. Jetzt kommt der Feuersturm. Jetzt kommt der Feuersturm. Lebe ich an Feuersturm? Das ist die Frage. Ich werde nicht leben. Was soll ich machen? Ich kann. Oh mein Gott. Wird der Draco Meteor kommen. Jetzt kommt der Draco Meteor, hundertprozentig. Oh mein Gott, die Pflüge, das ist ein richtiges Problem. Er macht Erdbeben. So. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt mit dem Chin einige. Und ich mach auch Drachenklaue, wird das tanken.
Und dann kassiere ich so den Draco-Meteor, dann kracht's. Ich bringe nicht einmal einen Drachentanz aus, das ist das Problem. Ich muss riskieren, ich muss jetzt Damage machen, es hilft nicht. Ich bin schneller wie er. Wenn ich jetzt Drachentanz mache, bin ich sowieso schneller, aber das bringt nichts. Tut mir leid, ich muss machen. Er lebt! Er macht Steinkante! Sü! Das lebe ich, oder? Das lebe, 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 das lebe. Er hat einen Volltreffer gemacht, du Wichser! Oh mein Gott, ich hab's! Ich hab's überlebt! Ich hab's überlebt! Oh mein Gott! Ich hab's überlebt! Was für... Oh mein Gott, ey, das... Was ist das? Ich hab zwei Pokémon verloren in der Folge. Auf der Route, was ist das für eine Route? So, wir holen jetzt nur das Item, für was, dass wir das alles geopfert haben. Helikinese. Ja, ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das ganze Projekt gefällt, dann lasst gerne ein Abo auf dem Kanal, kostenlos ist, liked und kommentiert es. Und ja, wir sehen uns in den nächsten Folgen. Kuss, meine Lieben. Ciao.